Den haben wir doch schon gefunden. Ach so, Leute, Leute. Das ist das gleiche Zimmer. Nur hier war, also ging es weiter und da war das Bild. Ah, verstehe, verstehe. Wir sind also nicht. Sind wir jetzt gestorben oder sind wir einfach nur besoffen umgefallen? Da müsste ja jetzt dann hier auch dieser Brief drin liegen, oder? Moment, der war in Schublade. Schieß mich tot. Ja, meine ich. Hier, meine ich. Immer noch schön. Meine ich. Mm-mm. Ja, das sind exakt die. Okay. Okay. Jo. Dann gehen wir mal wieder raus. Dann hat das Zimmer ja seinen Zweck erfüllt, vielleicht. Eventuell. Hallo. Ah. Wie viel kommen da noch? Bin ich irgendwie hier Verkehrsstraße? Wir haben gesagt, wir gehen den Ratten hinterher, ne? Aber da sieht es so zu aus. Ich seh nicht so viel, das tut mir leid. Hier ist zugemauert wieder. Oder? Ich möchte nicht zu sehr mit der Nase dran gehen. Aber ich glaube, ich erkenne hier Ketten. Ich erkenne hier, glaube ich, Ketten. Das ist jetzt mein Plan, geht da nicht auf. Gehen wir dann in die Richtung, wo sie her sie gekommen sind? Oder wie machen wir das? Okay, hier steht schon wieder die Leinwand und ein Gemälde. Leinwandkrabbler. Masse pulsierendes Fell. Wie Gift zu malen. Feuer. Letzter Ausweg. Ach. So ist das. So ist das. Der wollte die Viecher abfackeln. Der wollte ja nicht seine Frau oder, also er glaube ich nicht, dass er seine Frau irgendwie umbringen wollte oder sein Kind oder wie auch immer. Sondern er wollte die Ratten loswerden. Verstehe, verstehe, verstehe. Nur dabei ist dann ja leider die Frau eventuell auch. Also ist er ist schon schuld, gehe ich jetzt mal von aus. Er ist schon schuld. Boah, ich dachte gerade, hier steht ein Gespenst. Dabei sind das nur so. Ja, alles gut, alles gut. Entschuldigung, dass ihr schon wieder einen Tinnitus habt. Leute, Leute, was soll das immer mit den Büchern? Das habe ich noch nicht rausgefunden hier. Warum machst du das? Kackspiel. Oh nee, Leute. Ist das Blut? Is it all worth it? Ist das alles wert? Das alles wert. Nee, das ist es nicht wert. Das hier ist es wirklich nicht wert. Ist das Blut oder ist das Farbe, Leute? Ist das Blut oder ist das Farbe? Und vor allen Dingen, wo kommt es her? Nee, ich kann nicht mehr. Leute, wir müssen wirklich Spielpause machen heute. Ich kann nicht mehr. Das ist jetzt ganze Aufnahme. Ich kann, nee. Ihr kommt jetzt wirklich am laufenden Band was? Ihr kommt, ihr könnt das doch auch nicht mehr ertragen. Kacke Rollstuhl da. Machen wir da an. Ihr könnt das doch auch nicht mehr ertragen, oder? Wo der? Mein Geschrei ewig. Wich. Nee, das wird ja immer schöner. Ist es das wirklich wert? Ist es das wirklich wert?
So, hier Zeitungsartikel, können wir was lesen. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich nicht weiterentwickelt. Idee? Ed. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeuge eines künstlerischen Rückschritts geworden. Du kannst mich mal. Ja, du kannst mich mal. Okay, das heißt, ja, wir hatten ja schon gelesen hier, der kann nicht weitermalen, alles Schrott und irgendwie bla und... Ja, seine Karriere ist wohl richtig am Arsch. Entschuldigt die Wortwahl. Aber, ja. Gut, mit dem Verstand, den er jetzt gerade so aufweist, ist vielleicht, obwohl die Künstler, das ist ja, das weiß man ja, Musiker und Künstler müssen ein bisschen verrückt sein. Vielleicht nicht so verrückt, aber, ein wenig ist schon hilfreich. Let's Player übrigens auch. Die müssen auch alle ein bisschen gaga sein. Ah, das ist dann. Hä? Was haben wir jetzt da eingesammelt? Was war da? Was haben wir denn da jetzt eingesammelt? Okay. So flackert das. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Aha. Ist klar, Papas Medizin, ne? Schöner Whisky. Und er hat das Kind auch angeschrien. Sehr schön. Ganz toller Daddy. Und irgendwas hier passiert in dem Haus auch. Nicht nur, dass das bröckelt. Ist hier irgendwie so ein Schimmelpilz oder sowas? Keine Ahnung. So, können wir mit diesem komischen Ding, was wir da gefunden haben, können wir hier irgendwas machen? Können wir das reparieren vielleicht? Hier, kommen wir reparieren das wieder. Es sieht schon mega geil aus, dieses auch ineinander fließen und so und überhaupt vibrieren und das ist schon, hat schon was, muss ich sagen, finde ich schon cool. Kann man hier aufmachen? Kann man nicht aufmachen, schade. Schade, oh, Fenster. Nicht zu nah an Fenster ran. Jo, gut. Da kommen wir her, ne? Obwohl, das ist ja jetzt hier auch, ist immer relativ, wo man herkommt und wo nicht. Dankeschön. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Die ist wieder da. Don't look back. Nee, meine ich. Ich geh weg. Hör auf. Ich guck nicht. Ich guck auf den Boden. Die weint immer noch. Die ist da. Leute, die ist da. Ich guck nicht back. Ich bin nicht back. Gucken. Ich guck nicht back. Komm mal hier auf, bitte! A little goes a long way. Oh, hier kann ich kurbeln. Komm, ich will hier weg. Ich will nicht bei der Ollen bleiben. Kurbel, komm, kurbel ein bisschen schneller hier. Komm. Ja, danke. Oh, oh. Nicht weggucken, nicht weggucken. Bitte nicht weggucken.
nicht weggucken. Ich kann nicht so schnell kurbeln. Leute. Ich kurbel. Ich versuche mein Bestes, Leute. Ich versuche wirklich mein Bestes. Ah! Ich hab Angst. Ich kann nicht schneller kurbeln. Ich kann nicht mehr. Ich kurbel. Bald bin ich durch den Tisch mit der Maus durch. Ohne Scheiß. Oh Gott. Kurbel ich denn richtig? Ja. Danke. Lass mich hier raus. Das Heulen hört nicht auf. Scheiße. Das soll aufhören, aufzuhören. Das soll aufhören, aufzuhören. Tali, du bist so bekloppt. Wir gehen da lang, wo die Ratten. Wir können nicht da lang. Leute, ich habe echt Panik. Ich habe gerade echt Panik. Das heult immer noch. Hier können wir nicht weiter. Leute, ich gucke jetzt nur noch auf den Boden. Es tut mir total leid. Es tut mir wirklich total leid für euch. Was? Warum steht das Bild auf dem Kopf? Das Heulen hat aufgehört. Gott, das heißt, sie ist nicht mehr da, oder? Leute, ich bin total... Nee. Meine Nerven. Wir müssen echt Aufnahmepause machen. Euch müssen doch auch schon die Ohren klingeln hier von dem ganzen Gekreisch. Es tut mir leid. Ich kann das auch nicht nachregeln, weil ich ja bekanntlich über PC aufnehme und alles gleichzeitig... Wer ist ein Lichtschalter? Mach den. Nein! Nein! Uns hergelaufen. Jetzt ist still. Ist sie jetzt weg? Ey, Leute, bitte nicht. Ich mache hier, kann man da aufmachen? Hier kann man nicht aufmachen. Ich traue mich nicht hoch zu gucken. Es tut mir wirklich leid. Der Schatten ist weg. Die laufen jetzt mit der Nase auf dem Boden. Das könnt ihr mir nicht antun. Total verzweifelt gerade. Und ihr lacht. Ihr lacht. Ich höre das bis hier, dass ihr lacht. Ich gucke hoch. Ist ja okay. Ist ja okay. Ich gucke hoch. Wehe, da passiert jetzt was. Dann seid ihr schuld. Nee, scheint nicht zu passieren. Die Zeit ist weitergegangen. Die Zeit ist weitergegangen, ist gut. Wir hatten 12 immer. Jetzt haben wir irgendwas mit 10 nach 3 oder so. Okay. Das wabelt hier noch so rum. Was ist denn das? Wunderschönes Bild. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, bitte, Leute, ich kann nicht mehr. Nochmal Licht anmachen. Nicht, dass die dann wiederkommt. Kann ich nicht. Kann ich hier raus? Der Fahrstuhl. Wir haben bestimmt, haben wir irgendwas vergessen jetzt. Wir haben irgendwas vergessen. Ich habe irgendwas nicht angeguckt oder sonst was. Es tut mir wirklich leid. Dann spielt es doch selber, ganz ehrlich. Ich kann nicht mehr. So, rauf, runter. Rauf, runter. Meine Güte. Gott, ey, Leute.
Sehr gut. Können wir wieder rauf? Echt jetzt? Nein, ne? Ich dachte schon. Ich dachte, wir können jetzt hier den ganzen Tag hin und her fahren. Mach doch mal da ganz auf. Ja, dann lass ihn so. Ist mir auch egal. So. Hier ist wieder alles kaputt. Traue mich kaum was zu sagen. Hört ihr das? Das hörte sich so an, als ob da jemand rumläuft. Und hier wabelt es so. Hier wabelt es wieder so. Ich möchte jetzt endlich... Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Okay, jetzt scheint mir total einen an der Klatsche zu haben. Jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt wabelt es hier nicht mehr. Ah, Leute, ich hab echt. Boah, Mädel. Kann auch nichts mehr sagen. Ach Leute, was sagt denn die Aufnahmezeit? Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal ein Päuschen. Ich kann nicht mehr. Ich muss was trinken. Ich muss mal aufs Klo. Ich muss die Unterhose wechseln. Also wir sehen uns in der nächsten Aufgabe. Tschüss.